Hallo Freunde des Sports und der gepflegten Unterhaltung. Wir sind hier wieder beim Fußballmanager 2013. Und ja, als nächstes steht ein Spiel an gegen unsere eigene Jugend, wo ich mich eigentlich nur frage, wo denn unser Jugendspieler spielt, der jetzt hier in die erste hochgezogen wurde. Da bin ich mal gespannt, wo der dann tatsächlich eingesetzt wird. So, wir müssen hier nochmal die Trainingsziele natürlich ändern, ein bisschen hochsetzen, damit die hier nicht rot sind. So. Wobei der hier, glaube ich, den falschen Mentor einfach hat. Wobei, es könnte auch an dem Mentor liegen. Ich glaube, auch wenn der die Trainingsziele erreicht hat, dann ist das hier nicht mehr aktuell. So, schnell mal reingucken. Hast du jetzt einen anderen Mentor zu holen oder wie ist das? Ja, anscheinend. Aber ich glaube, es liegt auch mit daran, dass die Trainingsziele von den anderen Jungs jetzt erreicht sind, die sich als Vorbild genommen haben. So, du kriegst Trainingsziele. Ja, den werden wir auf defensives Mittelfeld dann eichen wahrscheinlich. Je nachdem, was der hier so am besten kann. Defensiv, offensiv. Naja, müssen wir wahrscheinlich auf defensiv setzen. Und das alles mal ein bisschen umändern, denn zentral spielen wir nicht. Deswegen müssen wir mal gucken. Haben wir da gar keinen? Das ist ungünstig. Mal schnell gucken. Vielleicht hat der Schrader auch schon seine Ziele erreicht. Trainingsziele? Nee, eigentlich nicht. Komisch. Gut, dann kriegt er einfach keinen Mentor mehr, der andere. Ja, toll. Jetzt ist ein bisschen langsam. Jetzt gucken wir mal rein, was die Mannschaft so sagt. So, Schuto Schudowski, beziehungsweise hier nur Schuto, ich muss mich da auch erstmal dran gewöhnen. Der ist hier wieder einigermaßen fit, der Sund auf 69 Stärke, auf 59 Stärke runter. Das ist ja katastrophal. Das muss man sich überlegen. Wir haben bei 70 angefangen bei allen Spielern. Und nur weil die nicht spielen, sind sie ja erstmal auf 59 runtergeknallt. Das ist natürlich hier nicht das Wahre, ne? Aber gerade in solchen Spielen, in den Testspielen, müssen wir auch solche Leute da mal spielen lassen, ne? Ganz klar, so. So, mal gucken, wo ist denn unser, ja, der Itermann, den müssen wir nämlich auch mal wieder drauf lassen. Ist ja auch ein richtiger Spieler, weshalb der dann doch auch das ein oder andere Spiel mal spielen soll. So, Kenzo geht mal runter, hat jetzt schon sehr, sehr lange am Stück gespielt. Ich hoffe mal, dass du mir das mal verzeihst, dass du hier mal jetzt wieder runtergehen musst. So, Michael Müller geht weg. Und Jualda, der wird aber auch wirklich nicht besser, ne? 67 ist echt gar nichts. Also da haben wir im Endeffekt dann schon für, wo ist er denn? Für Mario, der jetzt hier langsam wieder fit wird, die Möglichkeit, dort wieder einzusteigen auf seiner Position. Wenn wir den auch mal mitnehmen hier in dem Spiel, dass wir den schon mal ein bisschen aufziehen wieder. Und der Rest, Endogan Murat 64, sag mal, was ist denn hier los? Was ist denn von der Stärke hier passiert? Also, muss ich nicht so ganz verstehen, was da so Phase ist, ne? Vor allen Dingen, da wir eine super Saison bisher gespielt haben, frage ich mich echt, wie das so zusammenkommt. So, Axel Ebert wollte verliehen werden, das hatten wir, glaube ich, schon abgearbeitet. Und jetzt geht's hier LP Allstars gegen die LP Allstars Jugend. Gucken wir mal ganz schnell, hat sich hier noch großartig was getan? Eher nicht. Ja, auf der Bank ist nicht so doll, ne, was wir da so haben. Muss man ganz klar sagen. Wir gucken mal schnell mal hier ans News Center. Hüsken zurück, wie geplant, wieder in der Jugendmannschaft. Ah, siehst du? Und da ist er nämlich in der Jugendmannschaft zurück. Habe ich mir nämlich schon gedacht, dass das so ist. Kaufangebot für Arne Heimroth. 7,75 Millionen. Naja, eher nicht. Den wollen wir eigentlich behalten. Und für Heimroth nochmal 7,75 Millionen. Manchester United und Dortmund. Na, meine Herren. Also wenn ihr irgendwann mal wechseln wollt, müsst ihr es so machen wie der Schrader, dann werde ich das machen. Allerdings, wie gesagt, ihr spielt dann nicht mehr in der Mannschaft, weshalb ich das eher bevorzugen würde, wenn ihr hier drin bleibt. Aber müsst ihr halt selber wissen, wenn ihr sagt, nee, der macht nur Müll da, der trainiert Mist, dann sagt einfach Bescheid. Dann werde ich versuchen, euch dann an den Mann zu bringen. Gerade wenn man hier so sehr hohe Stärkewerte hat, ist das auch wahrscheinlich, dass das dann durchgeht. Bei Nils Schrader, der ist momentan einfach nicht in so einer guten Form. Also wäre der hier bei 75, würde der wahrscheinlich auch wechseln können, aber so ist es eher schwierig. So, wir lassen mal hier Jermaine Player spielen und den Jorre schonen wir mal und gucken, dass auch vielleicht die anderen mal ein Tor schießen können.
Ist ja eher selten, dass andere überhaupt mal hier zusammen spielen dürfen bei uns. Der Jorre ist ja gesetzt, aber der soll hier natürlich erstmal ein bisschen frischer werden. Hat jetzt auch nicht so wirklich die hohe Fitness, weshalb er eigentlich das Spiel hier mitmachen müsste, um ein bisschen Fitness aufzufrischen. Und nehme auch mal Mario schon mit aufs Feld, damit die hier mal ein bisschen was gewinnen. So, dem werden wir hier gleich mal sagen, dass er hier gut trainiert hat, damit er dann auch gleich wieder einen kleinen Moralschub bekommt. Sonst Tönn Rothenbach. Ist ja auch Schwede und Österreicher, der Rothenbach. Also da gibt es manchmal schon so kleine Kandidaten für die Nationalmannschaft, die wir hier haben. Also ich glaube, wir haben auch einen Brasilianer dabei gehabt, aber das wird eher schwierig. Einen Türken hatten wir noch dabei. Es dürfte hier Endogan Murat sein, genau. Und Liam Bohnen war Deutscher, ne? Ne, Russe. Ah ne, Brasilianer mit. Wer war denn das? Irgendwer, achso, das war Schrader, glaube ich, ne? Der da noch Russe mit drin hatte, genau. Das wäre zum Beispiel auch was, wo er relativ schnell in die Nationalmannschaft rutschen kann, wenn dann alles gut geht. Aydin müsste auch ein Türke sein, genau. Naiko, den würde ich auch mal gerne wieder spielen lassen, den Naiko. Und das können wir eigentlich auch in diesem Spiel machen, ne? Wäre ja mal das ideale Spiel dafür. Auch wenn natürlich sein Ersatzmann da, glaube ich, sogar besser ist. Ich bin gar nicht 69 und. Ne, der ist sogar schlechter momentan. Dann passt das gut. Dann sind wir soweit durch. Könnte ich nochmal schnell am Arsch schon gemacht. Alles klar, dann legen wir los. Und gucken ins Spiel. Ja, bin ich mal gespannt, wie sich unsere Jugendmannschaft dann so macht gegen uns. Oftmals sind die richtig, richtig gut dabei. So, warum ist hier der Sofortberechnungsmodus an? Warum? Muss ich das verstehen? Ich will 3D-Spiel haben, Freunde. Warum kann man sich kein 3D-Spiel angucken? D-Spiel erlaubt es ihnen bis zu bla bla bla. Ja, aber ich kann es nicht auswählen. Das ist gerade so ein kleines Problem. Ich glaube, das war vorher ausgewählt. Kann das sein? Nein, lass mich zurück. Jetzt können wir dieses Spiel nicht so nehmen, wie wir das wollen, oder wie? Oh Mann. Das ist echt blöde. Vorher waren ja hier diese Dinger, aber da stand trotzdem Sofortberechnung. Ha, komisch. So, wenn wir halt einen Videotext nehmen und uns das mal anschauen, wie das so funktioniert in dem Modus, sieht momentan nicht danach aus, als ob mir das gefallen könnte, aber wir sind in der 7. Minute, ist noch nichts passiert. Das ist anscheinend hier einfach nur das Ergebnis, was dann angezeigt wird. Ja. Sehr, sehr spannend. Oh, da gibt es ein Tor von Ole Rothenbach und die Vorlage von Naiko. Gucken wir mal hier rein, dass wir wenigstens noch ein bisschen was ändern können. Ist natürlich nicht so geplant gewesen, ne? Ganz klar. Also, ich wollte es natürlich so haben, dass alle hier mal spielen können. Aber das ist hier anscheinend nicht möglich. So, wenn wir mal hier die gelbe Karte runternehmen und gucken, dass Naiko hier auf jeden Fall fit wird in dem Spiel. Das ist ganz wichtig. Defensives Mittelfeld, haben wir da überhaupt jemanden mit? Ne, tolle Sache. So, Jorre müsste eigentlich auch noch raufkommen, aber das will ich jetzt noch nicht machen. So, Halbzeitansprache. Naja, es ist halt nur unsere eigene Jugend, ne? Was will man da erwarten? Wird jetzt nicht so ein absolutes Hammerspiel. Ich hoffe, dass sich niemand verletzt. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn das wäre hier ein bisschen doof. Was habe ich denn da gemacht? Ich wollte eigentlich hier das hier machen. Bei dem ersten Spieler zumindest. So, bedienen wir den nochmal und. Ah, den nochmal. Und dann passt das. Und dann geht's hier weiter. So, Yusuf Aydin macht hier nochmal eine Vorlage für Michael Müller. Und das Spiel ist schon gelaufen. Ja, ich hätte gerne nochmal gewechselt. Das war natürlich ein ganz, ganz blödes Ding hier, dass der mir das so blöde angezeigt hat. Naja, gucken wir nochmal bis zum Ende der Woche. Das wird eine sehr, sehr kurze Folge hier. Nächste Folge gibt es dann wieder ein richtiges Spiel. Ja, sowas natürlich nicht geplant, ne? Aber das jetzt alles nochmal hier zurückzumachen, da habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Kaufangebot für Lastil. Wieder der falsche Spieler. 77 Stärke mittlerweile. Und 11 Millionen Wert. Das ist schon, ne, eine beachtliche Summe. So, höchster Formgewinn bei Sundsteffen. Ernsthaft. 59 Stärke, der Typ.
Das soll der höchste Formgewinn sein, das wäre peinlich. So, ja, Shuto hat eine rote Karte. Da habe ich, glaube ich, schon nicht mehr so absichtlich dran gedacht. Also, ist natürlich ungünstig, ne? Müssen wir nochmal schauen, dass wir das. Ah, sie haben Mannschaft noch nicht vollständig aufgestellt. Ja, das kommt noch. Keine Angst, das werden wir noch machen. Ich werde jetzt auch nochmal ein schönes Training einstellen. Aber gut, den Videotext-Modus werde ich auch nie wieder anmachen. Da kann man sich wirklich dann nur die Tore ansehen und nichts mehr dran ändern, außer halt die Halbzeitansprache machen. Was ist denn im Verein hier? Mindestens einer der Scouts hat derzeit nichts zu tun. Ja, das ist immer so. Ich bin da momentan nicht so extrem für Scouting, da unsere Mannschaft eigentlich vollständig ist. Wir können ab und an mal hier gucken, dass die irgendwelche Jugendspieler gucken. Amateurtrainer? Jetzt. Nee, ach, so war das nicht gemeint. Das ist hier. Was scouten, Freunde? So. Nehmen wir mal hier den Göpferl. Göpfert. 4 Tage. Gibt es nichts längerfristiges? Ich will was längerefristiges haben. Trainerschulung abhalten. Ach so, das ist ja für die Trainer. Ja, tolle Wurst. Ich will hier eigentlich was für meine Scouts haben, Freunde. 4 Minuten, 4 Minuten. Regional. 10 Tage, 12 Tage. Sichtungslehrgang. Jo, hau rein. Und dann nehmen wir das hier nochmal für den. Und dann ist alles klar. Liga beobachten. Und jo. Wie gesagt, jetzt müssen wir demnächst dann gucken, dass wir die Mannschaft hier einigermaßen gut aufstellen. Ich hoffe mal, dass Naiko 69 hat er immer noch behalten, relativ gut drauf ist. Mario scheint von der Form hier bei der 11. Ja, es ist ganz in Ordnung. Und müssen wir gucken, wen wir da demnächst draufsetzen. Also den Thiel werden wir natürlich mitnehmen. Und Jermaine Player wird auch spielen. Die sind jetzt wieder einigermaßen. Ach Quatsch. Jermaine Player. Ich meinte hier Jorre. Die sind natürlich wieder einigermaßen auf dem Dampfer hier. Und deswegen werden die natürlich spielen, aber ich glaube, die beiden waren vertauscht. Gucken wir uns nochmal schnell die Geschichte hier an. Brauchen wir das beim nächsten Mal alles nicht machen. Aber wie gesagt, der Part hier, der ist extrem kurz geraten. Deswegen kann man das mal gar nicht machen. So, Jorre. Rothenbach ist am Dribbeln. Soll er eigentlich nicht, das ist für Kenzo. Und Lars Thiel, ja, Spielmacher, das haben wir, glaube ich, eingestellt. Weshalb das hier alles so passt. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Schuto.